Guten Abend. Standesgemäß der Letzte, wie immer. Den passenden Text habe ich auch. Heißt das Warten. Wenn es eine Sache gibt, in der ich wirklich schlecht bin, dann ist das im Warten. Sei es nun auf eine Antwort, den Kellner, den Schlüsseldienst auf Godot. Meine Persönlichkeit verkümmert beim Warten binnen kürzester Zeit zu einem nervösen Wrack, das schon 20 Minuten vor der Deadline unruhig mit den Hufen schreit. Warten ist die Impotenz jeglicher Produktivität. Wenn ich mir nur vorstelle, was ich alles schaffen könnte, säße ich nicht wieder mal auf der 46 Richtung Wuppertal fest. Ich könnte einkaufen gehen, das Lehrgut wegbringen, ein Buch schreiben, ein Haus bauen, die Regierung stürzen, aber was tue ich stattdessen? Ich stehe an Gleis 1. Und warte auf die Bahn. Dabei gilt die Faustregel, je unangenehmer das Wetter, umso länger lässt sie auf sich warten. Es hat schon seinen Grund, wenn hier der Artikel für die feminine Form gewählt wurde. Schließlich heißt es die Bahn. An der Stelle verliere ich immer irgendwie Sympathie. Hieße es der Bahn, wäre er aller Wahrscheinlichkeit nach konstant pünktlich und ich wäre nicht genötigt, hier in dieser endlos langen McDonald's-Schlange anzustehen und zu warten. Das Prinzip Fast Food wurde hier anscheinend noch nicht so ganz verinnerlicht. Wobei die leicht nuttig wirkende 18-jährige Kassiererin ja eigentlich gar nichts dafür kann, dass ihre auf einen BMI von 30 angeschwollene Kundin sich nicht zwischen dem Caesar und dem Gartensalat entscheiden kann. Würde sie einfach, wie scheinbar all die Jahre zuvor auch, ihre 5 Cheeseburger nehmen und gehen, würde das den Hunger bis zu ihrem Kühlschrank bestimmt entschärfen und ich wäre nicht genötigt, hier auf den Techniker der Telekom zu warten. Der irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr kommt. Das nenne ich doch mal ein adäquates Zeitmanagement. Das versuche ich gleich auch. Ich rufe meinen Chef an und sage, Chef, ich komme morgen irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr zur Arbeit. Ich wollte dich nur eben informieren, dass du auch Bescheid weißt. Ich weiß schon ganz genau, was der dazu sagt. Wie stellst du dir das vor? Das geht nicht, wir sind ja nicht bei der Telekom und außerdem kommen da bei mir schon die Handwerker. Und so will der Wecker für den nächsten Tag schließlich doch noch gestellt werden, nur um nach dem Aufstehen sofort vor den WG-Klo warten zu müssen. Und am Bahnhof. Und in der Bahn. Auf der Arbeit. In der Kantine. Auf der Autobahn. Im Supermarkt. Beim Friseur. Auf die Frau. Das macht mich wahnsinnig! Und wer ist schuld? Die Langeweile. Die Langeweile ist der Rohstoff des Wartens. Denn ohne sie gibt es kein Warten. Denn ohne die Langeweile wird das Warten nicht als Warten empfunden. Was also ist die einzig logische Schlussfolgerung dieses Gedankenganges? Das Aushebeln der Langeweile. Also heißt es, neue Wege gehen und den Kopf einschalten, nach adäquaten Lösungen suchen. Der weiß auch schnell Abhilfe und rät zu Automatismen. Die beschäftigen dich, lenken dich ab. So bekommst du nicht mit, dass du eigentlich wartest. Bis die Bahn kommt, kannst du noch eben beim Bäcker rein und dir einen Kaffee mitnehmen und während der Fahrt die Zeitung lesen. Das mag auch für einige gut funktionieren, dumm nur für all diejenigen, die schnell merken, dass dieser Schritt kein Fortschritt ist. Denn was ist schlimmer als alles Warten der Welt? Immer und immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche zu tun. Anstatt auf die Bahn zu warten, stehst du plötzlich jeden Morgen beim Bäcker an und holst dir einen Kaffee. Und bis der Arbeitsrechner im Büro hochgefahren ist, kannst du dich schon mal um die nächste Fuhre Kaffee kümmern. Anstatt auf den Feierabend zu warten, arbeitest du. Und anstatt auf die Arbeit zu warten, sitzt du vor dem Fernseher. Und so legen sich immer mehr Gewohnheiten wie ein dunkler Schleier über deinen Alltag. Bleibst du dabei blind für die schleichende Vorherrschaft der Automatismen und pflasterst die Zeit des Wartens weiter mit Gewohnheiten, tritt das in Kraft, was wir eigentlich verhindern wollen. Das Leben verkommt zu einer grau nuancierten, unbunten Existenz, wird ereignislos und somit unweigerlich langweilig.
Und um genau das zu umgehen, bringt doch einfach das nächste Mal, wenn ihr auf irgendetwas wartet, ein bisschen Chaos und Anarchie in eure täglichen Rituale. Trinkt das Feierabendbier einfach mal vor der Arbeit, lest die Zeitung im Büro und verlegt den Karaoke-Abend in das Wartezimmer eures Hausarztes. Denn sonst gibt es nur noch eines, auf das ihr warten könnt. Und das ist der Tod. Und dafür ist das Leben einfach zu schade. Dankeschön.